Der dritte und letzte Teil des Landl Cups fand am 29. Februar auf der Postalm statt. Veranstalter war diesmal der TSU Taufkirchen. Wir sind noch mitten im Rennen, aber ich hoffe, dass das ein voller Erfolg wird. Es derzeit klappt alles und ich glaube, wenn es so weitergeht, werden wir das gut über die Bühne bringen. Was tut auf den Bergen, haben's immer an lebenden Schnee. Erst wenige Tage vor dem Start fiel die Entscheidung, dass wegen zu wenig Schnee das Rennen nicht in Haag stattfinden konnte. Über die Pistenverhältnisse auf der Postalm waren die Skifahrer aber trotzdem nicht einer Meinung. Das Rennen läuft, glaube ich, planmäßig. Es sind sehr gute Läufer da. Die äußeren Bedingungen sind so mal aus dem Schneefall sehr gut. Die Piste ist griffig. Eigentlich ist es mir gut gegangen, aber es war schon ziemlich eisig und kalt ist es um. Also die Pisten waren nicht mehr die beste. Heute nicht optimal durch den Schneefall und vor allem durch das Schneiben in der Nacht haben wir relativ viel Schnee auf der Piste gehabt. Wir haben zwar versucht, immer wieder beim Durchrutschen, dass wir den Schnee rauszubringen. Es ist uns auch meistens gelungen oder so gut wie, aber optimale Bedingungen sind es leider nicht. Aber Skifahren ist eben ein Sport draußen und das kann man sich nicht immer aussuchen. Pisten ist hart, ist eisig bei den Tore. Also wir werden schauen, dass wir es runterbringen. Wie auch bei den ersten beiden Teilen des Rennens in Rusbach und Geisau hatten die Sportler kein Glück mit dem Wetter. Trotz Schneefall und Wind gaben sie aber ihr Bestes. Wie ist der Gang beim Fahren? Ja, eigentlich gut. Nicht, jetzt muss ich nur abwarten, weil jetzt kommt meine größte Rivalin, sagen wir es einmal. Ja, eher nicht so gut. Wir haben zwei Mal geschmissen, aber ist der Ski davon gerutscht, da bin ich letzter geworden. Ja, wir haben schon gehört. Aber lustig war es trotzdem, oder? Aber lass die Akku auf. Am Sonntag auf die Nacht montiere ich den Ski auf mein Auto. Aber dann überkommt's mir und ich schau noch einmal auf. Und denk mir, aber wo? Ich fahr noch nicht zu Hause, bleib am Montag auch noch da. Skifahren! Skifahren! Oh, oh, oh. Skifahren! Skifahren ist das Lebendste, was man sich nur vorstellen kann. Die Ergebnisse des Landl Cups und des Rennens auf der Postalm lagen zu Redaktionsschluss leider noch nicht vor. Interessierte können diese aber im Internet auf www.skizeit.at nachlesen. Oh,